Und er sagte zu ihr, Inna lillahi ma akhad, Allah gehört, was er genommen hat. Und ihm gehört, was er gegeben hat. Und alles hat bei ihm eine bestimmte Frist. Das heißt, ihm gehört, was er gegeben hat. Also warum sagt er das? Inna lillahi ma akhad wa lahu ma ata. Wenn wir etwas weggeben, gehört es nicht mehr uns. Wenn du etwas weggibst, ist es nicht mehr dir. Wenn Allah Ta'ala etwas gibt, ist es immer noch seins. Und wenn er etwas nimmt, ist es auch noch seins. Er hat dir kein Unrecht getan, wenn er dir etwas genommen hat. Unrecht ist es, jemanden etwas wegzunehmen, was ihm zusteht und ihm gehört. Wenn Allah Ta'ala aber dem Menschen etwas wegnimmt, sei es seine Gesundheit, sei es sein Hab und Gut, hat er dir damit kein Unrecht angetan. Er hat dir nichts weggenommen, was dir gehört. Und warum hast du überhaupt einen Anspruch auf diese Dinge? Wie kannst du diesen Anspruch beweisen? Wie kann jemand sagen, ich habe das Recht, gesund zu sein? Besonders wenn man atheistisch geprägte Menschen, also jemand, der Atheist ist und davon ausgeht, dass sowieso alles nur Atomschrott ist, der sich irgendwie zusammengebaut hat, warum gibt es überhaupt sowas wie Rechte dann? Warum hat er das Recht, gesund zu sein, einen guten, gesunden Körper zu haben, funktionierende Sinnesorgane zu haben? Und daher sagt er hier, Inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta. Allah gehört, was er nimmt, und ihm gehört, was er gibt. Und alles hat bei ihm einen endgültigen Termin. Also das Geben und Nehmen ist befristet.